John, Platz 2. Mal wieder. Zufrieden? Besser als letztes Jahr. Nee, ich meine, ich glaube, mit der kompletten Vorgeschichte, wie jetzt auch die Zeit nach den Klassikern gelaufen ist, kann ich da durchaus zufrieden sein. Und, ich glaube, ich bin mich gut verkauft, habe ein gutes Rennen gemacht und habe dort den richtigen Riecher gehabt, einfach im Finale. Und ich glaube, dass die Form auch stimmt. Es war jetzt kein anspruchsvolles Terrain oder ein hartes Rennen, aber ich habe mich gut gefühlt im Finale und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, was jetzt auch die nächsten paar Wochen angeht. Wie ist das, wenn man eigentlich weiß, ihr fahrt da 220 Kilometer rum und im Endeffekt gibt es dann den Sprint zur letzten Kurve, wenn man so will, mit der schwierigen Anfahrt. Wie ist das denn im Rennen? Es war mental halt einfach dann, ja, zermürbend, sage ich mal. Also man muss dann einfach irgendwie versuchen, die Zeit irgendwie rumzubringen und ja, einfach sich beschäftigen. Und ich hätte eigentlich, persönlich bin ich auch bereit reingegangen, dass es ein offensives Rennen wird, dass Leute versuchen zu attackieren. Aber im Rennen hat man dann wirklich gespürt, es hat nicht wirklich Sinn gemacht, weil auf dieser Strecke kann man halt leider keinen abhängen. Ich meine, wir fahren da zwar gegen Jungs, die jetzt nicht die ganz großen Rennen in den Beinen haben und die nicht die Erfahrung haben, aber Nasen sind das trotzdem nicht. Das sind trotzdem Leute, die tagtäglich trainieren und einfach mit einer Form, und das ist teilweise auch deren Höhepunkt, und dementsprechend ist es fast unmöglich, dort dann auch den Unterschied nach vorne zu machen, sondern haben sich dann auch alle ergeben, okay, dann machen wir halt heute einen Sprint. Und im Prinzip war der Sprint wirklich schon bis zu der letzten Kurve, weil danach konnte man nicht mehr so richtig vorbei, oder? Ja, es war schon so, dass man, wenn man unter den ersten fünf, sage ich mal, in die Zielgerade eingebogen ist, dann konnte man halt Ideallinie fahren und alle anderen mussten sich so ein bisschen drumherum wursteln, und das hat natürlich dann auch Kraft gekostet, und ich bin sehr gut da zurechtgekommen und bin dann am Ende, glaube ich, als Vierter oder so eingebogen durch diesen Fahrbahnteil dadurch, und dann hatte ich eine gute Position und auch, glaube ich, einen ganz guten Sprint gefahren von den Werten her. Und jetzt mit Blick auf Tour? Sehr zuversichtlich. Also ich glaube, dass ich mich gut vorbereitet habe, dass ich viel gearbeitet habe, viel trainiert habe, und bin sehr zuversichtlich, dass mir das jetzt in die Karten spielt.